Weiter geht's. Ja, ich habe mich mal den Echsenmenschen hier drin entledigt und wende mich nun mal Finkreck zu. Vorher, Orginos. Halleluja. Komm her. Warum störst du meine Ruhe? Muss ich mich noch weiter eingraben, damit ich endlich Ruhe vor euch lästigen Winzlingen habe? Ja. Ihr Menschen seid ein so seltsames Volk. Hinweggefegt durch den Odem des Todes findet sich doch immer noch jemand, der sich aus der Asche erhebt und sich zum Helden berufen fühlt. Tja, tut mir leid. Aber Das das wird Spiel bald baut ein darauf Ende auf. haben. Ich werde persönlich dafür sorgen, dass sobald keiner von euch mehr aufsteht. Sei still. Mit der mir verliehenen Macht des Heiligen Auges befehle ich dir, meine Fragen zu beantworten. Sei still! Frag du nur. Dein Wissen wird dir nichts nützen. Let's get started. Wer bist du? Ich bin Finkreck, Herr über Schnee und Eis, Hüter der Zusammenkunft und zu guter Letzt dein Tod. Which is pretty understandable. Welchem Gott dient ihr? Welcher verfluchte Gott konnte es überhaupt zulassen, dass ihr verachtenswerten Kreaturen auf dieser Erde wandelt? Mach dir keine Mühe, den Sinn unserer Zusammenkunft zu verstehen, kleiner Held. Belia hat es nicht nur zugelassen, dass wir jetzt hier sind, er hat es uns sogar befohlen. Beflügelt von seinen heiligen Worten werden wir Ach ja. nicht eher ruhen, als dass wir seinen Willen in die Tat umgesetzt haben. Wie kann ich euren Meister finden? Er hat seinen Hort im festen Fels der heiligen Hallen von Irdorat errichtet und wartet dort auf die Erfüllung seines Alter, zieht euch Schicksals, mal den Hort auf rein. dass er dieser Welt die Ordnung zurückgebe, die sie verdient. Wie viele Verweilt er dort in Ledergürtel tiefer rumliegen? Meditation und... Verschone mich mit den Einzelheiten. Sag mir lieber, wo ich diese heiligen Hallen von Irdorat finde. Du enttäuscht mich, kleiner Mann. Hast du doch allen Gefahren getrotzt, fast alle von uns bezwungen und scheiterst nun an deinem Unvermögen, das obere Wissen anzuwenden. Wenn dir Irdorat kein Begriff ist, dann solltest du besser zu deinen Magiern gehen und sie bitten, dich um ihre weltlichen Belange kümmern zu dürfen. Denn ganz offensichtlich bist du noch nicht bereit für die hohe Bürde ihres oberen Wissens. Ja, Quatsch, keine Arien. Komm. Hinweg mit dir, du Wüterich. Die Kraft des Auges ist erloschen und deine Zeit ist nun Das wollen wir doch abgelaufen. erstmal sehen. Hang! So, ich habe mir mal tatkräftige Unterstützung von einem Dämon geholt. Hallo? So. Alter, der moscht den ja alleine weg. Hack! Hast du gut gemacht. Das war's mit Finkreck. Oh, Banane ging da schnell. So, und ich nehme jetzt mal seinen Hort aus. Was finden wir denn so alles? Sturmbringer. Sieht genauso aus wie Drachenschneiden. Aber das kann mir ja egal sein. Da hättest du Golem eigentlich vollkommen getan. Da hätte ich nicht den guten Dämonen hier berappen müssen. Drachenei. Wichtig, das einzusammeln für die Quest von Neoras. Ich will so ein Silberkelch mitnehmen. Das kann auch nicht alles gewesen sein. Das war doch alles. Ja, dann, Da ist nichts zu holen. nichts zu holen. Ja, Drache Nummer 4? Ja, gelegt. Hier drin war ich schon. Da war eine Nachricht drin von alle, die den ersten Teil gespielt haben, mal wieder wissen von wem.
Saturas. Ziemlich belanglos. Ja. Es ist so bedrückend still hier drin. So. Ach ja, ich war hier offscreen unterwegs, weil ich habe mich ja gerade eben gefragt, ob das hier überhaupt irgendwie wirklich lohnenswert wäre, da hinten oder hier und überall mal gucken zu gehen, ob da was ist. Und es ist eigentlich eher beschämend. Diese Truhe da, die genau hinter dieser Palisade hier steht, ist auch eher nutzlos. Bis doof. Nix drin. So gesehen. Ja. Und jetzt zeige ich euch noch eine Truhe, die ich ausgenommen habe. Nämlich die da vorne auf dem Moment, die da. Sieht sie? Ja, hinkommen zu dem Ding tut man einfach hier so. Hochrennen. Hier runter. Und möglichst nicht dabei sterben. Eben hat es eigentlich besser funktioniert. Naja, hier kommen wir wieder runter. In dieser Truhe drin ist ein Lebenselixier, also plus 15 Lebensenergie dauerhaft. Bliblablub. Ich bin faul. Ne, sparsam. Hatten wir eben schon geklärt. So, und dann rennen wir mal zu Silvio zurück. Bin gespannt. Ach ja. Das können wir übrigens mal festhalten. Bin gespannt, was der so erzählt. Boah, ist das still hier, nicht mal Musik. Wow, hier, Hallöchen, wo kommt ihr denn her? Sollt ihr hier sein? Ich glaube, nein. Komm. Ich gehe einfach stiften. Harra harra. Komm her, Mistvieh. Komm her, Mistvieh. Mach den platt. Ich hab's immer noch drauf. Aha. Hallo. Der Eisdrache ist tot. Und du gibst mir jetzt alles, was du bei dir hast. Och nö. Ich denke ja gar nicht dran. Ich werde derjenige sein, der als Eisdrachentöter gefeiert wird. Deine kleine Rolle bei der Sache wird jetzt aus der Welt geschafft. Das hatte ich ja ganz vergessen. Weg mit der Magie! Weg mit der Magie! Ich bringe ja einfach alles um, was nicht nied- und nagelfest ist. Bulko nehmen wir uns gleich vor, nachdem wir uns aufgetankt haben. Komm. Ich krieg dich noch! Jo. Oder andersrum. Da ist auch die Musik wieder. So. Hopp und hopp. Komm her, Bulko. Jetzt krieg ich dich. Und tschüssi. Wow, Wahnsinn, was der dabei hat. Rennen wir noch gerade zu Silvio zurück. Mal gucken, was der denn so mit sich rumgeschleppt hat. Endlich haben wir den Kerl aus der Welt geschafft. Naja. Feldräuberzang. Nee, wollte ich nicht. Das wollte ich. Echsenschwert. Komm her. Es ist so wertlos. Es ist schon wieder unfassbar irgendwie. Ja, hätten wir das auch. Nee, ja. Ab zur Burg. Spejon. Komm, mecker nicht rum, aha. Und das Auge Innos wieder aufladen. Und so nebenbei mal einen Trank herstellen. Das übliche Spiel. Ab zu Garond. Erzählen. Bliblablub. Vorher renne ich mal gerade zur
Rethan. Für einen... Ja, hast du nichts, ich weiß, dass du für Magier kein adäquates Equipment führst. Cool. Hat er eigentlich ganz nette Stats. Weg damit. Was hat er da vorher gewusst? Frag mich nicht, warum ich die ganzen... Ich gerade den Meisterdegen vertickt. Ich glaube ja. Nicht mehr, was egal. Ich weg. Weg, weg. Ich weiß nicht, warum ich die ganzen Zweihänder behalte, ja, aber... Die sind schön. So. Ganzen Ramsch hier mal verticken. Kann ja nicht ewig so. Weißt du was, das mache ich offscreen, das ist so viel... Rödelei. Ich wollte gerade sagen. Ach ja. Und was das Drachenblut angeht, es ist für mich ziemlich uninteressant. Ich habe Drachenblut für dich. Das ist klasse. Verkauf mir alles, was du hast. Ich kann es eigentlich nur verticken. Alles. Hang. Benutzen können als Drachenjäger für Waffen. Und ansonsten ist mir nicht bekannt, dass das sonst irgendjemand groß gebrauchen kann, außer es zu verticken. So, Garand, komm her. Das hat er doch vorher gewusst. Das war keine große Sache. Ich habe Neuigkeiten über die Drachen. Berichte! Genau das habe ich auch. Ich war in der westlichen Eisregion und habe den Eisdrachen dort zur Strecke gebracht. Das sind gute Neuigkeiten. Hier. Danke. Nicht mehr hören. Alle Drachen sind tot. Da gibt es keine Erfahrung für. Das Böse ist also endgültig besiegt? Nein, leider noch nicht. Es gibt da noch ihren Anführer. Waren die Drachen nicht die Anführer der Orks? Nein. Ja schon, aber auch sie haben ihren Meister. Wir müssen auch ihn beseitigen. Ich kann hier verdammt nochmal nicht weg. Ich muss das Erz sichern. Und die verfluchten Orks sind auch noch da. Du musst dich allein darum kümmern. Ja, ich kann ganz was Neues. Möge Inos dich schützen. Ja, danke. Arsch da. So, wen können wir das denn noch alles erzählen? Hat hier nichts mehr kreucht und fleucht. Ja, du bist unser Held. Alle Drachen auf einmal loszuwerden, ist schon eine beachtliche Leistung, würde ich sagen. Danke, endlich mal Lorbeeren. Warte mal. Und ach, lass mich in Ruhe. Ja. Ja. Haben wir hier sonst noch was zu tun? Ich glaube nicht. Was hat denn? Ah ja. Vielleicht treffe ich den nochmal schon wieder. Urshak. Ah, den kann ich auch nochmal aufsuchen. Das mache ich gerade mal. Ich habe da meine eigene Meinung. Weil das hat noch Konsequenzen, als ich Hoshpak umgebracht habe. Urshak fand das nicht so Banane. Aber dazu später mehr. Bis denn dann.